Der päpstliche Gesandte dürfte jeden Moment eintreffen. Atmet noch einmal tief durch und entspannt euch. Der Rest läuft dann wie von selbst.
gestatten, Emmerik, Großmeister der Tempelritter und Gesandter der päpstlichen Kurie von Ischgard. Kristallkommandant Leveilleur, es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits, Großmeister Emmerik. Schon lange hege ich den Traum, mit Ischgard ins Gespräch zu kommen. Möge unsere Unterredung zu beidseitigem Vorteil gereichen. Du musst die legendäre Abenteurerin sein. Das Leuchten in deinen Augen zeugt von deinem Heldenmut. Findest du nicht auch, Lucia? Ja, Großmeister. Ehrlich gesagt, lasse ich mir schon seit geraumer Zeit ausgiebig von deinen Taten berichten. Daher freut es mich besonders, dass du an diesem Treffen teilnimmst. Lasst uns nun mit den Verhandlungen beginnen. Nicht mehr lange, dann werden die Galear mit voller Wucht zuschlagen. Nur ein geeintes Eorzea kann ihnen dann noch die Stirn bieten. Auch im Kampf gegen die Primae gibt es keine Entwarnung. Die wilden Stämme beschwören immer wieder ihre Götzen. Und jede Inkarnation ist stärker als die vorherige. Ischgard ist nicht gefeit vor diesen Gefahren. Deshalb dränge ich euch so darauf, der Eorzeischen Allianz beizutreten. Lasst uns gemeinsam Eorzea zu seiner wahren Größe führen. Ischgard kann weder der Eorzeischen Allianz beitreten, noch den Kampf gegen die Primae unterstützen. Aber wieso nicht? Zweifellos stellen die wilden Stämme und ihre Primae eine Bedrohung dar. Doch obwohl die Ixal in Kurtas eingedrungen sind, richtet sich ihre Feindseligkeit hauptsächlich gegen Gridania. Sie machen Gridania die Herrschaft über den Finsterwald streitig, also ist es Gridanias Aufgabe, seine Souveränität zu verteidigen. Wir haben genug damit zu tun, unsere Erzfeinde, die Drachen, in Schach zu halten. Da können wir keinesfalls Truppen für andere Aufgaben abstellen. Das würde uns zu sehr schwächen. Die Gefahr, die von dem Galeischen Kaiserreich ausgeht, ist uns wohl bewusst. Gut möglich, dass es schon bald seine Legionen auf neue Eroberungsfeldzüge schickt. Dann stimmt ihr mir zu, dass wir uns gegen die Galea verbünden sollten? Dafür wissen wir zu wenig über ihre Pläne und Absichten. Gaius van Belsa ist tot und der Kampfgeist seiner Legion gebrochen. Die päpstliche Kurie hält es nicht für weise, die Galea in dieser verhältnismäßig friedlichen Situation unnötig zu reizen. Wenn sich Ischgards Position überhaupt nicht verändert hat, warum habt ihr dann diesem Treffen zugestimmt? Persönlich bin ich der Auffassung, dass ihr recht habt. Wie darf ich das verstehen? Ich führe diese Unterhaltung im Namen der päpstlichen Kurie, auf deren Haltung ich nur bedingt Einfluss habe. Mir obliegt es nicht, die Geschicke Ischgards zu lenken. Dennoch bilde ich mir meine eigene Meinung und habe gewisse Spielräume bei der Erfüllung meiner Pflicht. So befürworte ich die Unterstützung der Siedler in Geisterzoll durch das Haus Fortin, ungeachtet der Bedenken, die die Kurie in dieser Hinsicht äußert. Ich könnte dafür sorgen, dass es zu keinen Einschränkungen der Hilfslieferungen kommt. Zu gütig, Großmeister Emmerik. Allerdings erwarte ich dafür eine Gegenleistung. Die Kurie ist besorgt, dass die ungewöhnlich starken Aktivitäten der Drachen in letzter Zeit auf ein drohendes Unheil hindeuten könnten. Bestärkt wurde dieser Verdacht durch einen Bericht unserer Astrologen, demzufolge der Drachenstern am Himmel ungewöhnlich hell leuchtet. Laut den Legenden ist dies ein Vorzeichen für die Wiederauferstehung von Midgardshormr, dem Urvater aller Drachen. Der gefallene Wächter des Silbertränensees?
Unmöglich. Es fällt auch mir schwer zu glauben. Midgard Sormers Leichnam liegt regungslos im Silbertränensee. Dort, wo er bei der schicksalhaften Luftschlacht gegen die galäische Invasionsflotte vor 15 Jahren abstürzte. Dennoch dürfen wir die Vorzeichen nicht ignorieren. Da ich keine Truppen entbehren kann, möchte ich die Siedler von Geisterzoll bitten, den Hüter des Sees zu überwachen. Ich verstehe. Unter der Bedingung, dass wir den Hüter des Sees beobachten, sichert ihr Geisterzoll weitere Unterstützung zu. Sehe ich das richtig? So ist es. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Wir werden euch informieren, sobald wir etwas Ungewöhnliches bemerken. Ich bedauere sehr, dass Ishgard noch immer nicht gewillt ist, der Eoseischen Allianz beizutreten. Doch ich verstehe euren Standpunkt, Großmeister Emmerich, und danke euch für euer großzügiges Angebot. Lange waren die Tore eures Landes fest verschlossen. Mit der heutigen Abmachung habt ihr sie einen Spalt breit geöffnet und seid auf uns zugegangen. Möge das der erste Schritt hin zu einem geeinten Eorzea sein. Kristallkommandant Leveilleur, ich danke euch für eure freundlichen Worte und werde sie seiner Heiligkeit dem Papst übermitteln. Warum wagst du es, uns zu unterbrechen? Sprich! Herr! Heretiker haben die letzte Hilfslieferung überfallen! Angeblich angeführt von Eisherz! Bei Halone, wie kann das sein? Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen?